Herzlich willkommen in Rhens. Wir begrüßen beim Magazin Next Helen Leahy. Hallo. Hallo. Aufgewachsen in Wales, ein englischer Vater, eine deutsche Mutter. Wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Sehr schöne, positive Erinnerungen. Ich hatte sehr viel Glück, ein tolles Kindheit zu haben. Und ich denke, das hat mir sehr viel Stärke gegeben und hat mich sehr bodenständig gemacht. Ich habe sehr starke Werte, die von meinen Eltern vermittelt worden sind. Der Vater ist ja relativ früh, als du 11 warst, schon gestorben. Inwieweit hat das emotionalen Einfluss auch auf deine Musikrichtung und alles gehabt, diese ganze Entwicklung in England? Also ich denke nicht nur die Tatsache, dass er gestorben ist, sondern einfach nur er als Wesen, als Mensch hat mich unheimlich geprägt musikalisch. Ich bin mit Celtic Folk aufgewachsen, weil mein Vater ist Liverpool-Ire. Das heißt, die Familie kommt ja von Irland ursprünglich. Genau. Mhm. Natürlich dann, als er das gestorben ist, hat mich das sehr mit ihm verbunden, weil das auch mit Erinnerungen verbindet. Genau. Kann ich das nochmal sagen? Warum kann ich jetzt auf einmal kein Deutsch mehr? Scheiße. Das ist schlimm. Wir gehen jetzt in die nächste. Okay. Frederick Weatherly, sagt der Name was? Londonderry Air, sagt man dazu. Oder auch Danny Boy, Schlicht und ergreifend. Bei Voice of Germany gesungen. War das sehr schwierig? Das ist ja ein sehr getragenes Thema. Und dann die Aufregung. War es schwierig, den Ton zu halten? Also, wenn man The Voice of Germany normalerweise guckt, dann ist eine Band dahinter und dann singt jemand und dann geht es in den Chorus und dann kommen alle Instrumente rein und dann hat man diesen Push, diesen Kick. Bei Danny Boy hatte ich einen Mann mit einer Orgel, die auf eine Note gedrückt hat und ich musste dann singen. Und so diese Kraft, was die Musik einen auch geben kann, gerade wenn man nervös ist, das war total weg und man hat alles gehört, man hätte eine Nadel hören können, so ruhig war es, wo ich auf die Bühne gegangen bin. Aber die Jury war ein bisschen durcheinander, die konnten erstmal nicht zuordnen, was für eine Art von Stimme ist das? Ah ja, klar. Wann hast du herausgefunden eigentlich, dass diese Stimme mehr ein Geschenk ist, weil sie mehr Charakter hat als eine normale Stimme? Also eigentlich hat das durch die Schauspielerei angefangen. Ich habe eine Schauspielausbildung und da hat man mir gesagt, ich könnte sehr gut Shakespeare machen, weil ich so eine tiefe, starke Stimme habe. Dann durch die Schauspielerei habe ich das dann auch ausgebildet, habe dann auch gelernt, richtig zu sprechen, auf Englisch auf jeden Fall. Und und dann war ein Teil dieser Schauspielausbildung auch Gesang, das habe ich dann auch mitgenommen. Aber irgendwie durch die Jahre bin ich dann immer mehr so in Musik in diese Richtung dann gegangen und ja, jetzt bin ich hier. Es gibt ja auch die Zusammenarbeit mit Elmar Wald. Genau. Um welche Stilrichtung geht es da in der Hauptsache? Also ich habe zwei musikalische Partnerschaften momentan. Einmal ist mit Elmar Wald und da machen wir auch Celtic Folk und Covers hauptsächlich. Und dann mit meiner anderen Partnerin, musikalische Partnerin Doreen Toshin, machen wir hauptsächlich eigene Sachen. Also das ist auch wirklich, wo mein Herzblut drin steckt. Und dann auch Celtic Folk. Aber ja, das wechselt ab. Mit Elmar machen wir auch eigene Sachen. Und ja, so wie die Lust und Laune ist. Wir gucken, wie das Publikum so drauf ist. Was ist das beste Publikum? Das beste Publikum? Also ich mag es eigentlich, also ich finde es interessant, wenn man ein Konzert hat, wo alle so einen direkt anschauen und auf die Finger schauen. Ich bin es gewohnt von diesen Irish Sessions, dass die Musiker in der Ecke sind. Wir machen unseren Ding, haben unseren Spaß, machen Stimmung und wir sind ein Teil vom Ganzen. Und die anderen, vielleicht hören die zu, vielleicht singen die sogar mit, aber vielleicht reden die auch untereinander. Aber bei uns ist diese Höflichkeit, dass man nie lauter ist als die Musiker. Man ist auch nicht eingestöpselt in diese Irish Sessions, man spielt Akustik. Und es kann zum Beispiel sein, dass alle aufhören und jemand aufsteht und einfach a cappella singt. Und jeder weiß, okay, jetzt sind wir ruhig und jetzt hören wir zu. Und das ist so ein Zwischenspiel zwischen Publikum und Musikern, was ich daheim unheimlich mag. Du komponierst auch selbst. Ja. Und das heißt, wenn man selbst komponiert, ist es einem wichtig, damit auch irgendwas zu transportieren. Was ist für dich die Botschaft, die du mit deiner Musik aussenden willst? Ja, also für mich ist Ehrlichkeit absolut an der ersten Stelle, dass irgendwas, also wenn es nicht wahr rüberkommt, wenn es irgendwas Nachgemachtes ist, wenn es nicht wirklich von mir kommt, das spürt man auch. Das ist für mich Nummer eins. Nummer zwei ist Humor. Also ich finde, dass man auch Humor transportieren kann in Musik. Eine Mischung aus Melancholie und Humor, so ist das Leben auch. Ich habe hier ein Zitat, ein schönes. Eines Tages sollen Leute meine Lieder singen, ohne zu wissen, wer sie geschrieben hat. Nur dann haben sie sich über Jahre hinweg bewährt und gezeigt, dass in ihnen Wahrheit und Aufrichtigkeit liegt. Das ist es, wonach ich strebe.
Kleine Frage, wäre es nicht doch schön, wenn Sie wissen würden, wer es geschrieben hat? Ach, in meinem Leben vielleicht, ne, dass man das weiß. Also klar, wenn es vielleicht um Kohle geht, wäre es schon gut, wenn ich da ein bisschen was kriegen könnte. Ich möchte ja letztendlich auch von der Musik leben. Aber wenn ich irgendwann mal nicht mehr hier bin, glaube ich, ist das sowas von egal, ob ich das geschrieben habe oder nicht. Ich finde es interessant, zum Beispiel bei Elvis, ne, das ist jetzt so lange her, seine Musik. Irgendwann mal wird das auch zu Volksmusik. Okay, vielleicht wird man immer wissen, dass es Elvis ist. Aber ich unterrichte zum Beispiel Kinder und die wissen nicht, wer Elvis Presley ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber so schnell passiert das. Die Vorstellung hatte so etwas, dass man etwas hinterlässt, was länger bleibt als man selbst. Genau, irgendwas, was größer ist als einen selbst. Und ich denke, da hat Musik die Kraft dazu. Es ist irgendwas unheimlich Positives, was man in die Welt geben kann. Und ich meine, ich bewundere Menschen, die Krankenpfleger sind oder Ärzte oder sowas. Jeder hat so seine Nische, sein Ding, was er machen kann. Und ich denke, so könnte ich eigentlich was wieder zurückgeben. Wenn ich schon jemanden hier habe, der bei The Voice of Germany mitsingt, würdest du uns was singen? Ach ja, warum nicht? Okay, vielen Dank. Okay, gut. So, ich mache jetzt was Eigenes, das heißt Iceberg. Okay. Shall I save thee, or do I buy me a banjo? You're so far away, I live for today with grandeur.